Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu Catherine 9. Ich bin Onkel Poppy und wir machen heute etwas ganz Besonderes, würde ich mal so sagen. Nein, pass auf, also wir machen nichts Besonderes. Also wir machen eigentlich schon was Besonderes, weil das machen wir ja jede Folge. Aber heute habe ich vor, tatsächlich noch ein bisschen weiterzubauen, denn ich möchte erstmal was zeigen. Und zwar siehst du, habe ich diesen Berg da oben abgebaut. Das habe ich getan. Ich habe hier so ein komisches Ding, da schimpft sich Animal Trap in der Version 1.10, 11, 12, 13, wie auch immer, heißt es ja mittlerweile Ground Trap und hier heißt es jetzt Animal Trap. Nichts anderes als du packst hier Fertilizer, also hier so ein bisschen Zeug rein und kriegst dann eben Gedöns hier aus der Erde, das auch nicht ganz uncool ist, weil ich brauche ja ab und zu ein bisschen Abwechslung beim Essen. Immer das gleiche Fressen ist ja auch langweilig, ne? Muss man ja sagen. Und ich habe hier meine Pflanzen, meine Gedöns, die Cropsticks hier und so weiter, die habe ich ja mittlerweile alle weiterentwickelt. Das heißt, wir sind jetzt hier mittlerweile bei den Seeds auf Stufe 10, also das Höchste, was geht. Das heißt, die bringen jetzt hier mittlerweile richtig was raus. Also 4 Kartoffeln pro Seed im Endeffekt. Das ist eigentlich schon ganz, ganz cool. Ganz cool. Man muss aber immer noch aufpassen, wenn man hier diese Dinger hinpflanzt, dass hier eben kein Unkraut wächst. Denn wenn hier Unkraut rauskommt, tatsächlich, da habe ich das große Problem, dass dann die andere Pflanze daneben automatisch auch Unkraut wird. Hier auch 10, 10, 10, ne? Normale Seeds bei Wheat. Und dann haben wir hier noch die heißgeliebten Moorkartoffelrüben. Moorkartoffelrüben. Die sind auch 10, 10, 10. Also das habe ich soweit schon alles fertig. Alt, falsch. Denn die 10er Seeds habe ich hier, ne? Das habe ich alles schon soweit gezüchtet, für den Fall, dass, also wenn davon jetzt hier irgendwas mal wieder wird, als zu Unkraut wird, ist es nicht weiter schlimm. Hier bin ich noch nicht ganz so weit, wie du siehst, hier haben wir 532. Ich denke mal, das wird dann hier 533 oder sowas werden. Ist halt sehr langsam, muss ich dazu sagen. Bei den Cotton Seeds, wo du dann eben Strings rauskriegst, da bin ich hier auch bei 113 und da habe ich 112, also Feuerwehr sozusagen. Und hier bei den Cactus Seeds bin ich schon bei 1099 und 1099. Das heißt, das wird jetzt ein 10er Seed auf jeden Fall werden. Gehe ich mal stark von aus. Womit wir ganz gut arbeiten können. Also von daher passt. So, Porkchop Potato. Dann packen wir hier die Potatoes hin. Da können wir hier nochmal so essen. Habe ich jetzt mittlerweile, Gott sei Dank, genug auf Heide. Da kann ich ganz gut mit leben. Was habe ich noch gemacht? Ich habe hier abgetragen. Ich weiß, ihr habt man das schon gesehen. Ich habe hier abgetragen soweit. Ich habe hier alles aus Sandstein gemacht. Sandstein. Habe ich hier oben, habe hier Erde aufgefüllt. Ne? Ist jetzt mittlerweile eine Plattform. Habe hier eine Treppe hochgebaut, wie man das auch sieht. Und habe hier oben schon mal ein paar Tierchen eingefangen. Alter, ist das laut. Kriege ich hier also regelmäßig auch meine Federn. Und ich weiß, dass hier irgendwann auch normale Chicken rauskommen. Genauso wie hier mit den Kühen. Das Einzige, was ich brauche, ist halt Milch. Ich weiß nur nicht, wo kriege ich denn Milch her? Krieg ich das nicht aus diesen Viechern? Wild Cow? Das ist halt die große Frage, ne? Wo kriege ich Milch her? Kann mir das einer verraten? Weiß das einer? Weil sonst war es ja immer so gewesen, hältst du einmal eine Kuh, raus bist du, ne? Ganz einfach. Aber irgendwie... Nein, es ist nicht. Ganz, ganz komisch. So, ich würde gerne heute anfangen mit Botania, in der Tat. Das würde ich gerne tun. Tech Magic. Magic. It's Magic. Woo. So, würde zusehen, Mystical Flowers habe ich hier. Den haben wir schon detected. Haben wir schon gemacht, ja. Der leuchtet nicht mehr, siehst du? So, das haben wir auch. Und jetzt brauchen wir quasi diesen Petal-Apothekari, um es mal so auszudrücken. Ganz dezent. Ist völlig falsch, ich weiß, aber ich spreche sowas gerne. Was machen diese Viecher da oben? Ohne Witz. Da ist ja immer so ein Teil, so ein Fluchgeier, der fliegt immer einem über den Kopf rum, geht einem tierisch auf die Eier, aber was macht der? Das weiß ich nicht, was macht der? Weil ab und zu geht er mir auch richtig auf die Eier. Ich weiß nicht warum. Was tut der? Ich habe immer Angst, dass dann irgendwie so ein bestimmtes Hypermonster oder sowas aus mir rauswächst. Das ist halt ganz komisch. Also ich weiß es nicht. Ich bin da echt so ein bisschen
Und das geht mir auch auf den Sack. Ne? Du gibst es ein und das braucht so ungefähr eine Stunde, bis es umgesprungen ist. Ich habe keine Ahnung warum, ich weiß es nicht. So, dieses Ding müssen wir bauen. Dafür brauchen wir ein Mystical, was auch immer, bitte. Wir brauchen, ist alles nur Cobblestone, ne? Cobblestone. Also, wir brauchen viermal normal Cobblestone, zweimal Slabs. Sollten wir hinbekommen. Und dabei scheint es ja egal zu sein, was es ist. Und wir brauchen eben halt nochmal so ein Petal. Habe ich mittlerweile auch schon ordentlich vorgesammelt. Jetzt nicht diese ganzen Mengen gesammelt, sondern ich habe die auch teilweise angebaut. Hier wie hier 24 Stück zum Beispiel, bei 4 oder 30 Stück oder hier 37 Stück. Sowas halt, ne? Das findest du nicht, das pflanzt du dann irgendwann an. Du kannst die Dinger anpflanzen, nimmst dann Bone Meal, lässt die wachsen, nimmst eine Schere, irgendwo noch eine Schere, und dann kannst du die quasi abschneiden. Also das ist alles okay. Ich glaube, hier habe ich die Schere, ne? Schere ist im Übrigen voll teuer hier, ne? Alter, ich habe voll gekotzt, wo ich mir die Schere bauen sollte. Oder musste, im Endeffekt. Wo ist denn die alte Sau? Hier, da ist die Schere. Alter, die ist voll teuer. Wenn ihr hier so U machst, Schere, ne, mit. Hier, ne, zweimal Leder. Ist nicht einfach nur so zweimal Eisen und fertig, sondern du hast hier Iron Ingots, du hast hier zweimal Leder und einmal String. Alter, voll teuer, das Ding. Unbeschreiblich. So, dann haben wir hier einmal so ein Ding fertig. Dann können wir die nämlich auch einmal claimen. Ja. Das habe ich ja mal geclaimt, einfach so. Nicht geguckt, was so gibt. So, und jetzt können wir daraus nämlich unsere Pure Daisy machen. Diese Pure Daisy brauchen wir nämlich um... warte mal, wo klatscht man das hin? Unsere kleine geheime Zauberecke. Hier rein? Klar, Alter. Um natürlich vorwärts zu kommen. Aber das wissen wir ja alle. Ihr seid ja alle Profis. Von daher brauche ich ja den Leuten, die standardmäßig hier zugucken, das gar nicht mehr zu erklären. Aber wir machen es natürlich trotzdem. Das heißt, oh, das ist ein Stein. Zack und zack, du kommst auch mal weg. Weil dann würde ich das Portal nämlich, glaube ich, gerne hier reinbauen. Später mal, dann irgendwann. So, einmal Licht. Poppy sprach, es werde Licht und es ward Licht. So. Das glaube ich, so ist das richtig cool. Doch. Was bist du denn? Kann ich das abbauen? Oh ja, lol. Kann ich sogar abbauen? Krass. Was ist denn das für ein Scheiß? Phosphorus, ach so. Ich freue mich voll, weil das ist Windes. Voll gut. So, pass mal auf. Nicht, dass es hier wieder zischt. Den einen Tag habe ich hier voll gestanden. Da hinten irgendwo, da. Ne? Ich habe dann aber auch keinen Kopfhörer angehabt, muss ich dazu sagen. Also auch keinen Sound. Großherrlich. Und auf einmal machte es Puff und ich war so irgendwie 3 Etagen tiefer, niedriger. Hab mich dann doch so ein bisschen... Arschloch, hier ist die Schaufel kaputt. Hab mich dann doch so ein bisschen erschrocken. Ist auf einmal so ein scheiß Creeper hinter mir explodiert. Alter, ich habe das gar nicht mitgekriegt, wo der herkam. Und die Tiere, die sind da so unerträglich laut, ne? Ohne Witz. Ich habe ja echt nichts gegen Tiere, ne? Aber dass sie so rumbrüllen, ne? Einen so richtig anschnauzen, da geht dann schon echt auf den Sack. Jo. Wobei, brauchte ich das? Ja doch, pass auf. Ich mach, wenn ich schon so was mache, dann machen wir es richtig, ne? Genau. So, pass auf, wir machen jetzt hier erstmal so eine Gerät. Wo haben wir? So eine Gerät kommt eigentlich besser ans Wasserloch, ne? Wollen wir hier noch so ein Wasserloch hinmacken? So, pass auf, dann kommst du dahin. Dann bauen wir das Ding hier einmal ab. Sehr cool. Ja. Ja, Mutter. So machen wir das. So, dann wird das nämlich nach und nach schön. Glaube ich. Hoffe ich zumindest. So, dann nehmen wir noch zweimal Wasser mit, dass wir hier mal ein schönes, gediegenes Wasserloch bauen können. Einmal so. Was machst du denn hier für eine Geräusche? Nicht, dass hier irgendwie... Ein Blitz ist hier die Tage auch bei mir gespawnt, ne? Ohne Witz. Ich habe mich voll erschrocken, als ich auf einmal beschossen wurde. Ich meine, ich habe ihn dann zwar gekillt, ja, aber... Ey, hallo?
Habe ich mir echt gefragt, geht's noch mit dir Macker oder was, ey? Spatten. So, wir brauchen natürlich Seeds, fällt mir dazu ein. Oh je. Natürlich ist eine teure Angelegenheit. So teure Seeds, das hat natürlich alle weggeschmissen, ne? Oh Mann. Och Mann. Was haben wir hier noch drin? Book and Quill. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Alter. Pass mal auf, die packen wir in eine besondere Kiste und zwar hier rein. Book and Quill ist immer ganz cool. So, trotzdem habe ich jetzt das... Oh, Mushrooms, du. Mm. Lecker Schmacker. So, warte mal, was machen wir denn? Wir machen... Wie viel sind wir denn hier? 3? Dann können wir eine Runde Pofen gehen. Dann würde ich, glaube ich... gehe ich Seeds farmen? Gehe ich Seeds farmen? So, wir brauchen erstmal eine Pure Daisy hier. Komm mal her. Pure Daisy. Püree. So, dafür brauchen wir 4-mal Weiß. Wie viel machen wir denn? Können wir 2 machen, ne? Das heißt, ich brauche 2-mal Gras Seeds, um das nachher zu bestätigen, ne? Haben wir hier irgendwo noch die Möglichkeit, Gras... Hey, wer bist du denn? Achso, und ich habe auf mein Schwert mittlerweile Knockback, weil hier lauter... Aua. Weil hier lauter Spacken immer angelaufen kommen und sagen, ey, hör mal, ich will dich töten. Ne, dann haben wir hier Knockback zum Beispiel drauf, aber ansonsten mehr auch noch nicht. Wir sind hier quasi mit dem Schwert auf Stufe 2 sozusagen. So. So, jetzt will ich nochmal ganz kurz zusehen, dass wir ein bisschen Gras zusammenkriegen. Pass auf, ohne Witz. Sonst kriege ich hier immer, habe ich immer Gras rausbekommen, ne? Jetzt kriege ich wahrscheinlich nur Karotten raus. Habe ich es nicht gesagt. Ey, das ist doch so ein Scheißspiel, ne? Ja, so ein Dreckspiel, ne? Ich kriege einen Vogelföhn. Was ist das? Pumpkin Seed. Ey, das habe ich alle schon, das brauche ich nicht. Oh, warte mal. So, Pumpkin brauchen wir nicht. Haben wir kein, muss ich jetzt extra so ein teures Grasgedöns nehmen? Potato und Karotte. Achso, einen Weg habe ich auch gebaut, schon mal rüber ins Dungeon. Ich war oben schon gewesen drin, aber oben ist leer, da ist gar nichts drin. Unten habe ich nur gesehen, wenn du reingehst, hast du da schon ein bisschen Attacke. Pass auf, da müssen wir 2 teure Seeds nehmen, scheiß drauf. Die wachsen ja nach, wir haben jetzt 10er Seeds. Ist halt leider Gottes so. Nee, unten habe ich gesehen, sind schon geile Sachen drin, aber ich traue mich da noch nicht so wirklich rein. Ich bin da noch so ein bisschen schisserhaft. Jetzt habe ich den gepflanzt. Super. 1, 2, 3, 4 und jetzt müssen wir hier noch einmal mit dem Seed bestätigen. Dafür braucht man nämlich das... Gehst du jetzt weg? Ah, okay. Warum auch immer. Ich habe das manchmal wirklich so. Ich habe das manchmal wirklich so krass, dass du einfach Sachen nicht siehst. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich weiß es nicht. So, dann kommt einmal dahin, einmal Freiraum, einmal da. So, wofür brauchen wir das? Wir brauchen das, um das nochmal zum Abschluss zu bringen, weil die Folge ist ja gleich schon wieder vorbei, ne? So, wir brauchen das. Geht das auch mit normalem? Ne, wir brauchen richtig Stein, ne? Kann das sein? Wir brauchen richtig Stein, du Schwein. Okay, dann brennen wir einfach mal dieses Ding. So, dann brauchen wir noch, aber normal Standardholz. Haben wir noch Standardholz? Haben wir nicht mehr. Okay, das heißt, wir bauen nochmal ganz kurz ein bisschen Holz ab. Dann können wir nämlich daraus, machen. Alter, füllt er auf. Können wir nämlich daraus machen, unsere heißgeliebten... Ja, ist ja gut. Wie heißen sie? Holzgewänder, hätte ich beinahe gesagt. Und jetzt siehst du hier so schöne Partikel. Siehst du das? Wenn du das nämlich hast, dann wirkt die Daisy-Blume, die Pure Daisy... Und daraus machen wir dann gleich wunderbares Holz für Botania. Das wird auf einmal auch braun. Das finde ich ganz lustig. Also egal, was du für eine Farbe dahin packst, es kommt nachher am Ende immer das Gleiche bei raus.
Und daraus können wir uns dann später das Portal bauen. Beziehungsweise wir brauchen ja erstmal Stein, damit wir dann auch erstmal uns eine Schale bauen können. Damit wir habe ich das schon geclaimed? Noch nicht. So, damit wir hier einmal Living Rock und einmal Living Wood machen können, um dieses Zeug zu machen, zum Beispiel Redstone Wood, okay, um dann eben weiterzukommen auf unseren Mana-Pool, damit wir Mana generieren können, um zum Beispiel aber auch Living Wood Twig zu machen, das haben wir auch schon, cool. Das ist natürlich das Geile, das zählt ja alles schon an, ne? So, dann brauchen wir auf jeden Fall noch diese Dayblumen. Nightshade, okay, damit wir damit dann eben halt auch die Mana-Produktion ankurbeln können. Solche Sachen halt. Dann brauchen wir natürlich noch Living Rod? Haben wir doch? Was ist das? Mana-Spreader im Endeffekt machen können? Aloy, machst du das mit diesen Dingern? Okay. Version 1.10, etwas anders. Das ist natürlich schon cool. Ne? Hier haben wir schon fertig. Da haben wir schon Living Wood. Und hier wird es jetzt auch gerade zu Living Rock. Das ist halt das Geniale. Also da kannst du wirklich egal nehmen, was für Stein. Hauptsache du hast Stein. Ne? Jetzt haben wir Living Rock. Und hier zum Beispiel nehmen wir Living Wood. Das ist nämlich schon sehr geil. Bin ich ganz ehrlich. Da kann ich jetzt mal so ein bisschen was machen. Und aus diesen Dingern könnte man früher zumindest einfach nur sagen, wir machen hier jetzt mal so ein... Ah, ich habe noch nicht genug. Okay. Wir machen einfach mal so einen lustigen Mana-Spreader. Hier mal Mana-Pool. Zählt das schon vielleicht? Oh, zählt auch schon. Sehr cool. Wir müssen erst die Quest freischalten. Wir brauchen 8 Stück von jedem. Okay, zu früh. Zu früh, zu schnell. Dann machen wir die 8 einfach nochmal kurz fertig. Die 8, die lacht. Ja. Ja, ich hätte eben nur 5, glaube ich, gehabt. Von daher, das hätte nie im Leben gereicht. Jetzt haben wir 8. Genauso wie wir Holz brauchen, nochmal 8 Stück. Beziehungsweise... Ja, sehr gut. Beziehungsweise, ich glaube, wir bräuchten noch 3 oder so, ne? Ich nehme trotzdem einmal komplett mit die Rutsche. Was ist denn das? Habe ich Pure Daisy abgebaut? Habe ich Pure Daisy abgebaut, Mann? Ah, Leute, ich habe noch eine... cool. Ich habe eine dazu bekommen. Sehe ich jetzt gerade erst. Das raffe ich jetzt erst, Mann. Dann bauen wir die hier mal hin, ne? Ganz locker easy. Locker easy, Digga. So. Stellen wir hier nochmal hin. Dann können wir die auch nochmal mit bauen lassen. Es dauert halt nur leider Gottes immer so ein bisschen länger. Deswegen... Das geht leider nicht in 2-3 Minütchen. Ist halt leider Gottes so. So, dann würde ich sagen, wir lösen noch die Quest. Das machen wir einfach. Wir lösen noch die Quest und morgen geht es dann weiter. In Sachen Botania. Halt, hier müssen wir noch einmal suchen lassen. Das heißt, hier kann ich jetzt ja auch schon mal so, weil hier musst du dich wirklich drum kümmern. Ich weiß, ich fange die Sätze 1000 Mal an, aber ich mach's gerne. Lol. 10... 9, 10. Das ist eine Frechheitsspiel, weißt du das? Und so geht's die ganze Zeit. Ohne Witz, so geht es einfach die ganze Zeit. So, du kannst weg, du kannst weg. Daraus wird Kompost, deswegen habe ich hier so viele Komposter gemacht. So, Komposter. Daraus wird eben Kompost. Alles, was eben organisch ist, ist schon ganz cool. So, dann nehmen wir den noch. Ferros. Oh, Wishroom. Wischiwaschi und eine Leiter. Jawohl, eine Leiter. Ach, hier haben wir sogar noch einen. Allium Seeds. Ich weiß nur nicht, wo kriege ich denn hier die Spinal her? Die Spinal brauche ich. Ich brauche noch ein Spinal, dann habe ich das nächste Quest. Die nächste Quest. Ich habe keine Ahnung, warum ich sowas hier nicht kriegen kann. Ich war nochmal unten gewesen, weil das könnte ja nur durch mein Tunnelsystem da unten passiert sein oder durch irgendeine Quest, wo ich das mal herbekommen habe. Ich habe es noch nicht mehr auf dem Schirm. Ich weiß es nicht mehr, beim besten Willen. Fakt ist jedenfalls, ich brauche es. Kann kommen, was will. So, Mana-Pool haben wir. Ja, selected. Alloy, jetzt bin ich wahrscheinlich voll, ne? Oh ja, ich bin voll. Wir brauchen das ja später, früher oder später sowieso, ne? Viel Spaß bei der Pause, Mann. Okay, das heißt, ich werde jetzt auch erstmal eine Pause machen. Und zwar eine Pause von der Aufnahme. Ich werde
Einmal mein Inventar aufräumen, so dass ich ein bisschen Platz habe und dann kann ich hier die Lootback, kann ich auch so machen, Cobblestone Wall. Dafür mache ich jetzt so einen Aufriss, ne? Ohne Witz. Leute, wir sehen uns zum nächsten Part. Der wird morgen stattfinden. In diesem Sinne, euch einen schönen Donnerstag und dann bis Freitag. Bis dahin. Tschüssi. Hui. Hey.